Och du ja, Scheiße. Das ist Lava. The floor ist Lava. Ah, ich bin runtergefallen. Bist du noch auf dem Schiff? Ich bin hinter dir aufgeschlagen. So, hui. Moin, sind herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves. Wir spielen heute zum ersten Mal gemeinsam mit Shadow und der Shadow hat schon einige Stunden mehr Sea of Thieves gespielt, als wir das getan haben. Deswegen hat der Shadow hier auch ein paar coole Gestaltungselemente für unser Schiff am Start. Ja, das ist doch mal nicht schlecht hier, oder? Wenn man uns das mal so angucken hier. Ja, die haben auch 70.000 gekostet, die müssen gut sein. Schwarze Segel. Das sind die von, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, egal. Sea-Dog. Sea-Dog, genau. Ja, genau, dann habe ich noch den krassen Mantel, also alles, was ich anhab. Das kostet insgesamt so auch so um die 25.000. Dann habe ich noch einen geilen Kompass, der ein bisschen kaputt ist. Ja. Dann habe ich noch eine coole Schaufel. Oh ja, die habe ich mir, glaube ich, auch gekauft tatsächlich jetzt mittlerweile. Das ist, glaube ich, die gleiche, die ich habe. Warte mal. Jo. Ist dieselbe, ne? Hat irgendwie 2000 oder so gekostet. Ne? Das war eher eine billige Investition. Dann noch eine coole Lampe. Aha. Blaues Licht. Und was macht das? Es leuchtet blau. Sehr schön. ja, und dann noch ein blaues... Ach, Quatsch, blau. Ein goldenes Schwert. Ein blaues Schwert. Ist auch... Ah ja, ach, ein genau, blauen Bierkrug auch, Mensch. Alles ja, blau. Ja, tatsächlich. Wisse, Shadow trinkt auch Seelen. Ah, alles ihr gut. Trinkt alle Milch. Ey. Habt ihr nicht gehört, dass das Gift ist? Das ist keine Milch, das ist Blaubeersaft. Das sieht nicht aus wie Blaubeersaft, ey. das sieht echt irgendwie... Läuft das Spiel eigentlich noch, Lonster? Was? Öffnen wir das Spiel nochmal, jawohl. Was? Um Gottes Willen, was tut ihr? Nein, 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 um Gottes Willen, nicht ins Spiel. Jetzt, wir wollen doch jetzt ans Ende der Welt ziehen. Ja, genau, wir segeln ans Ende der Welt und deswegen lichte ich jetzt den Anker und wir fahren los. Ne? Ich bin schon runtergefallen. Oh. Willst du steuern? Soll ich steuern? Ich weiß, wo es ist. Ich steuer mal. Also, du musst eigentlich nur eine Richtung fahren. Irgendwann kommen wir an. Wollen wir jetzt eigentlich... Was ja, sollten wir nicht zu nah dran bleiben. Also wenn wir Quests machen wollen, sollen wir dann eher so eure Quests machen? Ach, so Quests machen? Wollen wir jetzt nicht machen. Wir fahren jetzt einfach mal ins Blaue hinein und gucken mal, was wir finden. Cool, haben wir gerade schon ein Loch bekommen, weil wir nicht stehen können. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wo geht's denn zum Ende der Welt? Nach links. Nach links, okay. Ich weiß nicht mehr, wo was ist, ey. Das ist doch... Da ist ein Schädel! Oh, nice. Erstmal einnehmen, oder? Ja. Erstmal zum Schädel, oder? Wo ist denn der Schädel? Rechts von uns. Rechts. Oh Gott. Der ist ja ewig weit weg. Naja, wir wollen eh ans Ende der Welt, da passt das doch. Warte, wenn wir nach... Dann schauen wir uns jetzt das Ende der Welt erstmal an. Das liegt doch auf dem Weg. Fahren. Okay, ja, fahren wir erstmal nach links, da ist nämlich direkt das Ende der Welt. Echt? Das Ende der Welt ist direkt links, okay. Osten, Osten. Ja, warte, jetzt habe ich schon auf den Schädel eingeschlagen, Moment. Ich hab schon wieder Reichtum und Ruhm im Auge gehabt. Wir dürfen echt nur nicht zu lange da bleiben. Packt eure Eimer raus. Was passiert denn am Ende der Welt? Ich will wissen, was am Ende der Welt passiert. Das siehst du ja gleich. Ich weiß, was passiert. Du weißt, was passiert. Okay, Lonzer weiß nicht, was passiert, oder? Ich weiß gar nicht. Ich hab mich ja nicht gespoilert. Ja, ich hab mich auch nicht gespoilert. Ich hab keine Ahnung, was am Ende der Welt passiert. Aber Ritzi lässt uns ja dahin fahren. Von daher kann es ja nicht so schlimm sein. Ja, wirklich, genau. Naja. Also, haben wir haben nicht viel zu verlieren. Ja, wir haben nichts. Doch, wir haben uns. Wir haben doch noch uns. Ja, okay, lass uns runtergehen. Ich bin mit meiner einer Schaluppe auch schon mal aus Versehen rausgefahren. Fahren wir jetzt eigentlich dahin? Das war nicht so geil. Ja, wir fahren dahin. Sind wir auf Kurs? Warte. Jetzt sind wir auf Ostkurs. Ja, ja, ja. Jetzt geradeaus. Nice, der Wind kommt man natürlich wieder unpassend es. Ne? Wir können trotzdem mal die Segel nach links rein. Sollen wir die Lampen währenddessen anmachen, oder? Nee, mach mal aus. Oh. Wir brauchen nicht zusätzlich noch Gegner, oder? Ich weiß nicht, wer wäre denn so tollkühn, uns ans Ende der Welt zu verfolgen? Ja, die nicht wissen, was da ist. So wie wir, also so Leute. Können ja dann eh nix. An Ende der Welt ins Navi eingeben und den Anweisungen folgen. Da klingt nach einem Plan. Wer ist geradeaus. Das arme Navi, das explodiert dann, wenn man ankommt. Kurs halten. Kurs halten, okay. Und die Eimer.
Oh Gott, wenn du schon so lachst, ey. Was denn? Da weiß ich genau, dass irgendwas Fieses kommt. Wir eimern bitte. Eimern Abdallan. Wahrscheinlich nur ein krasser Sturm. Wir laufen sofort voll. Das Schiff sinkt einfach direkt so ins Club weg. Kann... naja... Also von hier aus sehe ich noch kein Ende. Kein Ende in Sicht. Ist noch kein Ende in Sicht. Ist die Erde doch keine Scheibe? Nee, die Erde ist keine Scheibe. Wollen wir eigentlich Angermanöver machen, wenn wir, ne? Das wenn wir umdrehen wollten? Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Wir wollen doch nicht drehen. Ja, wenn... Ja, irgendwann sollten wir drehen. Wenn wir irgendwann am Ende an. Ich gehe in Ausguck oben rein gleich. Ich will mir das von oben angucken. Wer lenkt dann? Ja, wer anders? Wer lenkt eigentlich? Die Gezeiten. Keiner. Die Gezeiten ihr lenken. Ihr eimert und ich lenke. Mir ist egal. Die Tide lenkt hier. Wir sind jetzt gleich am Ende der Welt, Leute. Nice. Und wenn ich Tidenhub sage, dann meine ich nichts Perverses. Haltet Eimer und Bretter vielleicht. Na, sollte ich mir Bretter nehmen? Ich hab Bretter. Ich hol mir mal ein paar Bretter. Sind das da Augen da vorne? Was? Sie ist Achtung, gleich sind wir am Ende der Welt. Boah. Das Vorderteil des Schiffes ist schon drüber. Ich muss in den Mast nach oben. Oh Gott, dann gehe ich ans Steuerrad. Woran sieht man denn das Ende? Ich ja. Das siehst du jetzt gleich. Ich sehe es anhand der Map. Ich bin gleich oben. Ich weiß nur nicht, wie lange wir da draußen bleiben wollen. Wahrscheinlich überschlagen wir uns jetzt total. Ja, Looping, auf geht's. Oh, wir sind gleich draußen. Oh, es wird rot. Oh. Wir sind gleich draußen. Es wird rot. Das Wasser wird rot. Oh, oh. Oh, nice. Erstmal schwimmen. Der Krake hat seine Tage. Was? Am Ende der Welt. Beim Kraken ist immer alles schwarz. Ich muss die Glocke läuten. Wir haben das Ende der Welt erreicht. Das Ende der Welt. Ist das Rotwein? Kann man das trinken? Ja, es sieht echt lecker aus eigentlich, ne? Oh, wir kriegen gleich. Ja, cool. Genau. Das hier ist das Ende der Welt. Also alles wird rot und du kriegst die ganze Zeit Löcher. Och du Scheiße. Das ist Lava. The floor ist Lava. Ha, ich bin runtergefallen. Bist du noch auf dem Schiff? Ich bin hinter dir aufgeschlagen. So, hui. Soll ich schwenken? Lenken? Nach Achso, links. Nach einfach links. Links einfach links. Okay, ich helfe mal mit beim, ne? Ja, ich schieb mal. Okay, dann lenke ich oben noch weiter. Und versuche uns reinzudrehen wieder. Wow, wie langweilig. Weg mit dem Blutwasser. Ich helfe mal mit beim Reparieren. Wenn du nebenbei noch durch den Sturm fährst, kommt das viel geiler. Jetzt habe ich endlich auch mal ein Loch gestopft. Bitte mir sämtliche Kommentare zu verbieten hier. So, nochmal ein Brett in die Hand. Hier gibt's doch bestimmt noch mehr Löcher. Ein neues Schiff hat, was keine Löcher hat. Ja. Wie war das? Wir wollten ein neues Schiff haben, damit wir weniger Löcher haben. Und mehr Kanonenkugeln. Hat unser Schiff eigentlich einen Namen? Seelenverkäufer. Kurzlebig. Ah, guck mal, es ist doch schon das Ende der Welt war doch gar nicht so schlimm. Ach komm. Ja. Es ist schlimmer, wenn du einen Sturm dabei hast. Dann kommt es auch viel cooler auf jeden Fall. Warte, ich pack schnell meinen Sturm aus, den ich dabei hab. Hab sie, koste den Stahl. Ich bin ziemlich angeschlagen. Ich hab erst gelesen, kotze den Stahl. Wie viele Kugeln haben wir jetzt eigentlich für das Vor? Alle. Ja, sonst machen wir halt gute alte Handarbeiten. Nimm 20 plus 22 plus 13. Ich hab 10. Die Kanonen geladen, ja, ne? Spiel wird, wir machen das Trinkspiel, ne? Geht schon los. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Uiuiui, ui, es wird aber schon ganz schön schwammig hier. Sollen wir das? Naja, dann weiß ich schon, was er anderes ist. Ich glaube nicht.
Ich glaube eher nicht. Ich sehe nichts mit den Segeln, ey. Ich bin blind. Taste dich vor. Soll ich fahren? Shadow kann durch seine eigenen Segel nämlich durchgucken. Er hat da so einen Röntgenblick. Ja, ja. Das wow. Die Segel stehen sowieso ein bisschen blöd da. Hui! Mal die Segel drehen. Shadow. Ganz genau. Ich will ein bisschen schneller fahren. Ja, dreh mal die Segel, genau. Ich dreh auch gerade. Ja, ja, nicht kotzen dabei. Oh nein! Er hat mein Auge getroffen. Hab ich dich. Nee, warte, du hast mich das, angekotzt. Oder? Irgendwer hat mich hier gerade angekotzt. Nee, ich kotz gerade gar nicht. Ja, dann war es Shadow. Ich hab mich angekotzt und ich musste als Reflex auch direkt kotzen. Also war. Hui! Oh erst Gott, ich lauf die ganze jetzt. Zeit immer gegen die Reling. Ja, ich seh nichts, wie gesagt. Stein! Ich Stein! Geh mal. Ah! Das ist genau das Problem, ich Warum seh nichts. Warum schwankt hier alles? Hilfe! Warte mal, unten sind Schäden. Oh Gott. Ah! Einer ist nicht schlimm. Ein so Schaden. Kraken. Ja, Leute, das mit Kraken. Das ist so eine Sache, die finden einen eher, als dass man sie sucht. Man Der Mast lebt. Er bewegt sich. Ich muss ihn töten. Er wird mich aufessen. Wo bin ich denn gelandet jetzt? Ich stehe auf dem Mast. Ah! Ja, ich weiß, den Stein vor uns. Ah, scheiße. Den hab passt, ich gesehen. Das passt. Das ist gut. Aber ich sehe die Insel jetzt schon wieder nicht mehr. Das ist nicht gut. Ist da eine Schaluppe vor uns? Warte mal, vielleicht müssen wir den Kraken auch herbeisingen. Da sind drei Master vor uns. Am Backbord. Aber der ist noch weit weg. Ja, in der Nähe vom Bord ist er. Ach, besser, ich sehe wieder was. Ah, Gott. Ach, war das cool. Erzähl dir noch so. Sollen wir jetzt zum Vor oder sollen wir zum Schiff? Ja, zum Vor, da treffen wir. Ja, vor zum Schiff, genau. Na, wo war jetzt das Vor? Wo war der genau Schädel? Geradeaus. Guck mal, die wollen da auch hin, sage ich dir. Ja, die das auch. Hab ich doch. Wir treffen die ja schon. Wo parken wir das Schiff denn da? Hallo, ist das übrigens auch ein Schiff selbst. Oh, das sind Kisten ja, rechts genau. Von uns. Will jemand Kanonenkugeln sammeln da rechts? Was? Oh, scheiße. Ups. Fässer, rechts sind Fässer, ja. Wo ist rechts? Hinter uns rechts. Hinter uns? Wie soll ich denn das machen? Hinschwimmen und sammeln. Und später per Meerjungfrau wiederkommen. Ja, aber... Tschüss. Jetzt ist schon zu spät. Okay. Ja. Ich schaff das noch. Okay. Wahrscheinlich das mal. Da schwimmt er hin. Tschüss. Ist jetzt überhaupt noch jemand hier? Alle sind vom Bord gegangen. Ich bin noch da. Gott sei Dank. Ich weiß verloren. Nicht, ob das Ich bin noch da. Man hört nur das Zerbrechen im Hintergrund. Hey, der Seemann ist direkt bei den Fässern. Cool. Hey, die Insel ist direkt vor uns. Ja, weiter hinten ist es vorne. Wir müssen ein Stückchen. Vielleicht kommt die Piratenpolizei, weil ihr so besoffen seid. Die Krake ist die Piratenpolizei. Ja, wir müssen so viel saufen, bis die Krake kommt. Oh, wird's hier haarig. Hui, hatte ich es auch noch. Ich hab Kanonenkugeln gefunden und unser direkt erstes Pass. Ich hab auch welche, hier. Ich bin voll damit. Ah, hi. Ja, also ich bin auch voll mit was. Ja, das merkt man. Den Kugel habe ich mitgebracht, jawoll. Ich habe auch 10 Kugeln. Jawoll, Kugeln. Nice. Wow. Warp Speed. Ja, ich wollte jetzt mit Wind fahren. Ja, ohne ist ja auch irgendwie beim Segeln nicht so, ne? Ich habe auch das passende Hemd für meinen tollen Bademantel. Hm? Zeig mal. Das ist Stein. Wo denn? Ach, jetzt sehe das schon. Stein. Ah! Ja. Ah, ein Stein, der will uns angreifen. Er kommt direkt auf uns zu. Achtung, vorne links ist übrigens die Insel. Ich weiß. Ich hab aber noch was anderes vor meiner Nase. Was? Und rechts kommt noch ein Stein übrigens gleich. Oh nein! Oh! Gott. Nein, hab ich schon mal gesehen. Ja, aber nix. Wohin denn sonst? Nach links,
Ich lenk da schon, Alex, nein, am Speed! Nein, da ist ein Stein, siehst du den nicht? Ah! Ich hatte grünes Zeug im Gesicht! Ja, es war grün, was war denn da los? Was, shippen? Warte, warte, ich versuche runterzukommen. Ui, da ist ja Wasser unten. Glaub, ich kündige hier. Ich habe in meinen Eimer gekotzt. Ich möchte eine Anti-Alkoholiker-Crew haben, bitte. Was? Ich habe schon wieder in meinen Eimer gekotzt. Da ist mehr Kotze als Wasser drin jetzt. Hui, oh Gott. Ich stelle mich gleich selber nach unten und sauf mich zu, weil das Kram hier. Könnt ihr gucken, wie ihr da hinkommt. Oh, hier sind ja schon alle Löcher wieder zu, da kann ich wieder hochgehen. Hört ihr das? Nein, ich höre gar nichts. Krake. Oh. Ja, ich auch. Ja, rechts von uns. Hart Steuerbord. Ah! Gott. Hier, ich schieß aufs Wasser, dann kommt er auch. Stimmt. Ruf ihn mal. Ah! Nämlicher Ruf. Das ist eine Krake, kein Wal. Ah, ah. Ist das eine Schaluppe? Was macht ihr denn da? Nichts! Guck mal, ich hab nichts. Eine Lampe. Danke, Jungs, pass auf. Was? Ja. Ich hab eine Lampe. Eine blaue Lampe. Blaues Licht. Ja. Was kann ich? Eine LED-Lampe. Ja, genau. Der neumodische Scheiß hier. Mein Krug ist leer. Ausnahmezustand, Spielbär ist groß. Also Schaluppe wirklich direkt vor uns, ne? Ah! Du hast es zurück! Bitteschön! Ah! Wisch es ab! Es brennt! Ah! Wo ist Schaluppe? Links von uns ist übrigens ein Dreimaster, der ankert an der Insel. Auf Backbord. Oh ja, ich sehe ihn. Ja, die sehen uns nicht, wir sind im Nebel. Ich glaube, ich bin seekrank. Ja, das ist gut. Boah, das sieht auch geil aus, wenn man nach hinten guckt. Nein, das ist noch nicht das Wort, wo wir hin müssen. Krakenwatchtower. Von da aus können wir die Kraken sehen. Was? Wenn man ganz nach oben geht wahrscheinlich. Und dreimal in die Hände klatscht. Und sich dabei dreht und mit dem Arsch durch die Gelenke. Oh Mann. Ich rutsche immer nach vorne, ich will hier nicht runter. Nein, geh noch einen Schritt weiter nach vorne, komm. Rechts von uns ist du schaffst es, los. Kommst nicht mal nach vorne. Achso, ich werde wieder nüchtern. Nein. Sieht noch jemand die Schaluppe? Nein. Ey, du siehst gar nichts mehr, das ist mir schon klar. Nein. Jetzt kann ich richtige Töne spielen. Richtige Töne, da hat man Töne. Vor allem, guck mal, jetzt kann ich richtige Töne spielen. Ja. Das ist auch so geil eigentlich. Natürlich. Hört nur, ich glaube, ich rieche was. Der Luppe ist tatsächlich weg. Mhm. Entweder ist sie zum Fort hin. Da müssen wir hin. Genau da. Ja, genau. Ich weiß übrigens, wo die Schaluppe hin ist. Die hast du auch gegessen? Nee, die hat der Krake verschluckt. Und wenn wir jetzt da hinfahren, wo Ritzi hin zeigt, dann werden wir auch. Man zeigt nicht mit dem Finger auf nackte Menschen. Wer ist denn hier nackt? Guck mal links an meinem Arm, da sieht man so ein Schlüsseltattoo durch den Lappen. Oh ja, stimmt. Ist ja unglaublich. Ich hab übrigens den zweiten Mantel von diesem Bildschred-Dings da. Lunz hat den ersten. Deswegen sehen die beide so zerlumpt aus. Wir sind totale Lumpen, aber ich hab ein teures Schwert. Ihr Lumpen, ihr. Ihr Lumpenhunde. Da ist übrigens immer noch hinter uns ein Schiff. Auch ein Schirmkompass. Ja, ach, wenn das hinter uns ist, was soll da passieren? Ja, das könnte uns in den Arsch kneifen. Ach, Quatsch. Das ist nicht schlimm, dann verklagen wir uns auf sexuelle Belästigung. Ja, genau. Die MeToo. Die Hashtag MeToo. Oh, jetzt kommt der Shitstorm. Ja, jetzt kommt der Shitstorm. Jetzt geht's los. Warte mal, wo war jetzt die Muni da vorne? Ich glaube, ich habe mir von meinem nächsten Geld eine bessere Schrotflinte. Also eine schöne. Sind hier keine bessere.
verbessern. Wir haben übrigens unten immer noch Löcher. Da wolltest du mir das geben, ja. Besser. Hey, nicht in den Schrittspaten. Wir haben in der mittleren Ebene Löcher, Leute. Was? Warum haben wir denn Löcher? Wo kommen die denn her? Von vorhin noch. Von vorhin noch? Also wir laufen nicht voll, aber wir sind halt auf der mittleren Ebene. Ah, ich sehe die Löcher. Und wenn das Wasser mal dahin kommt, dann ist sofort weg. Mann, der wischt immer ab, wenn man kurz weg. Ja, deswegen sollte man besoffen keine Löcher fliegen. Was? Man sollte besoffen. Man sollte beloffen keine Löcher. Wir haben auch nur noch 15 Bretter da unten. Müssen wir irgendwen ausnehmen. Ach. Wir müssen mal die Bretter von unseren Köpfen nehmen, dann passt das. Können wir ein neues Schiff draus bauen? Können wir ein neues Schiff draus bauen, genau. Habe ich gerade geschossen? Ja. Ja. Echt? Nee, das war ich gar nicht. Lüge. Wer schießt denn hier? Wer macht denn sowas? Ritzi, oh Gott. Meine Güte. Mann, ist der Schädel noch weit weg, ey. Ja, siehste. Wir müssen übrigens ein bisschen weiter so Steuerbord. Ich weiß, ich will aber mit dem Wind fahren. Es ist mir doch egal, was du willst. Lass mal dafür voten, Spielbär einzusperren. Ja, ja, was? Ja, auf geht's. Wie, Moment mal, einsperren? Kommt er da rechtzeitig eigentlich wieder raus? Ja, ja. Gut. Was meint ihr denn? Was wolltet ihr? Was helfen? Okay, warte. Gleich. Blonzer, du weißt noch, wie es geht? Ja, ja, schon dabei. Nein, was macht ihr? Nein! Was ist jetzt los? Was? Ich bin betäubt worden und in den Käfig gesperrt. Das ist arg. Das darf man doch mit YouTubern nicht machen. Ach scheiße, ich kann immer noch schießen. Geht's dir gut da vor uns an dem Schiff? Wann komme ich denn da raus? Da vor uns an dem... Ich weiß nicht. Wie jetzt? Hallo? Ein Schiff, Leute, ein Schiff. Ich will raus an die Kanonen, mach was, steh da nicht so rum. Ich will raus. Ich will raus. Du kannst nicht raus. Aber nein, ihr habt mich doch hier reingebracht. Ihr müsst mich doch auch wieder rauskriegen. Ja, den Schlüssel haben wir über Bord geworfen. Schnell. Ich will raus. Jedes Crewmitglied muss eine bestimmte Zeit absitzen. Das ist kein Ach, Ort. Okay, dann bist du der Nächste, mein Freund. ach, was soll's, warte hier, dann machen wir halt. Ist da eigentlich nur jemand besoffen, der könnte mich jetzt ankotzen? Und er kann sich nicht wehren. Wir haben Wasser reingekriegt gerade. Ja, ach, das trinke ich alles aus. Es wird alles ausgetrunken. Diese Wasserversorgung hast du auch. Toll, wir haben Wasser und Brot hier. Da läuft's voll. Sehr schön. Oh, das sind Fässer. Tschüss. Uns fehlt noch so eine Mundharmonika. Was ein YouTuber-Zoo, das wäre mal witzig. Benehmen sich doch alle schon wie die Tiere! Hier sind leere Fässer dazwischen. Ist das normal? Ja. Ja, weiter zurück. So, wollen wir die Leute eigentlich kentern oder entern, meine ich? Oder wollen wir erst kann man, so... Was kann man eigentlich machen? Dafür voten, dass er früher aus dem Nein. Wie lange dauert das denn? Jetzt könnte ich ihn wieder rausstellen. Jetzt? Ja. Hä? Nee. Okay. Doch. Du bist gleich wieder frei. Hä, wie denn? Was denn? Wie mache ich das denn? Ja, über Zauberei. Ich nehme jetzt dein Wasser auch mit. Nein, mein Wasser. Ja. Kann ich nicht hier ein Loch reinhacken irgendwie? So, momentan ist Lunze der Böse, ne? Ja, ja, der muss nicht frei. Komm, ich mach was anderes. Aber wir sind auch gleich da. Ach so. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? Wurdest du rausgeportet? Ich glaube, ich den Ladebildschirm. Ach so. Ja. Oh mein Gott, ich bin wieder raus. Ich bin wieder frei. Aha. Nein. Niemals. So, wie gesagt, vor uns an der Insel ist ein Dreimaster. Also an dem Bord. Wieder rechts. Nicht hier rechts direkt, ah, sondern da dahinter. Klar sind da leere Fässer, ihr sauft doch alles leer, wird da geschrieben. Hm, stimmt auch. Ja, vor allem ich sauf alles leer. Greift man das Schiff an, oder? Ja klar. Gut. Die sind am Fort, die machen gerade das Fort. Das wird schön, die zu nerven.
Da kann ich jetzt, wenn Shadow steuert, kann ich auch mal die Kanonen bedienen. Das wollte er auch, wollten sie ja auch mal sehen hier alle. Die lieben okay, Zuschauer. Wenn Shadow die Kanonen bedient, dann muss einer schon direkt shippen und flicken. Und sobald es Vieh für den wird, muss der was sagen. Und dann, ja. Einer muss steuern, einer muss Segel machen. Ach, das kriegen wir schon hin. Da rechts ist auch ein Einmaster, ne? Wir haben bisher jedes Ziel, was sich mit uns angelegt hat, haben wir entweder mal in die Flucht geschlagen oder versenkt. Ja, also dann müssen wir die gleich auch versenken. Und jetzt haben wir Shadow bei uns, also was kann schief gehen? Wir haben Shadow jetzt dabei, was kann schief gehen? Die haben gerade die Segel hochgenommen. Die Schaluppe oder die? Das ist der Dreimaster da hinten. Okay. Schaluppe dreht einfach ein bisschen. Ja. Wenn sie nicht sogar hier hält. Die werden sich nicht mit uns anlegen in der Schaluppe, glaube ich nicht. Ja, das mache ich auch gerne, aber ich weiß nicht, ob die das machen. Nö, die machen das nicht. Guck mal, die halten da. Die wollen bestimmt abliefern. Ich guck mal durchs Fernglas, ob ich wen sehe. Was ist denn mein Mann? Der hat meine Waffe. Damit werf ich. Boah, wir fahren halt gerade so mit gefühlten 0 km/h. Die segeln exakt weiter. Die segeln weiter. Guck mal, hab eine Uhr. Mein Gott, das sieht's. Mein Handgelenk sieht irgendwie komisch aus dabei. Ja. Das auch? Ja. Also wie gesagt, ich wäre eigentlich dafür, die zu entern und dann sämtliche Vorräte und so zu klauen und die dann zu versenken. So, die kommen jetzt hinter uns, die Schaluppe, ne? Ja, ja. Kann meine Hand komisch verdrehen. Die Schaluppe kommt, ja. Ja, noch nicht. Also, so grob. Man hört schon die Kanonenschüsse vom Vor. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig, bevor sie das geschafft haben. Nee, ich glaube, die Schaluppe fährt weg. Selbst wenn nicht, sobald der Totenkopf weg ist. Stimmt, dann können wir ihnen das Zeug wegnehmen. Genau. Ah. Sobald der Totenkopf weg ist, ist der Boss besiegt. Ich hol mir mal noch eine Donnerbüchse. Dann müssen die halt immer noch erstmal ausladen, mehr oder weniger. Ja. Und dann müssen sie mit dem Zeug noch abhauen. Genau. Also so oder so, wir können nur gewinnen. Nee. Doch. Die können uns auch komplett versenken. Nein, das schaffen die nicht. Die rechnen gar nicht damit, dass wir kommen. Die sind jetzt voll fokussiert auf den Kampf. Und wir schleichen uns in den Wogen hier an. Also wie gesagt, wie wollen wir es machen? Entweder wir fahren neben die, schießen denen ein paar Löcher, zwei Leute gehen rüber, töten alle und die gehen unter. Ja. Oder wir schießen die ganze Zeit drauf, bis sie einfach keinen Bock mehr haben. Wir schießen die ganze Zeit drauf, bis sie einfach keinen Bock mehr haben, würde ich sagen. Das ist die leichteste. Das ist die leichteste Lösung, weil so kann nichts schief gehen. Da wissen wir alle, was wir zu tun haben. Kann nicht schief gehen, sagt er. Naja, so haben wir das bisher immer gemacht. Ihr habt noch keine Leute geändert? Nein. Seid ihr denn? Wir hatten das mal vor, aber dann war keiner mehr da. Ja, ich hab mal ein Schiff geändert. Ja. Naja, wir können das gerne auch mit Entern probieren. Also, ich schlag vor, ich werde gleich von links nach rechts nebenfahren. Das heißt, die linken Kanonen müssen ready sein und es müssen mindestens 2 Personen ready sein, um zu entern. Na, sagen wir mal eine. Eine Person geht entern, eine Person geht... Ich hol mir mal noch ein paar Kanonenkugeln. Eine Person geht Löcher flicken, wenn welche auftreten, also wenn wir getroffen werden. Und, ja, 2 schießen. Also auf der linken Seite soll ich die Kanonen ready machen. Ja, ja. Genau, da schießen wir jetzt gleich und Shadow entert, würde ich sagen, ne? Ich enter, ja. Okay. Nehmt mal bitte ein Siegel raus, das mittlere. Komplett hoch. Das ist das vordere Spiel, ne? Oh. Na egal, das ist noch halb unten. Okay. Wir kommen gleich wieder in den Wind. Ja. Und dann muss ich auch bitte einer am Anker ready machen. Ich will neben den Anker. Ich bin am Anker. Oder Lonestar macht das, genau. Okay, wir haben jetzt den Outpost. Da sind sie. Die haben uns noch nicht gesehen, sonst würden sie schießen. Naja, die merken das nicht, sag ich doch. Okay. So, ich mach mich bereit. Nach rechts ein. Jetzt muss ich am Anker ready jemand ready machen. Bin ready. Ich bin an der Kanone ready. Da hat jemand auf uns visiert gerade mit dem Fernrohr. Und Anker, oder? Bitte. Nee, die schießen auf die Insel. Auf die Kanonen ausziehen. Ich schieße. Auf geht's. Ja, Feuer. Ah!
Nachladen! Und an dieser Stelle endet diese Folge Sea of Thieves. Wie die Schlacht um die Festung weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.